Licht aus, Licht an, Strom aus, Strom an, Ton da, Ton weg, Langeweile aus, Spaß an der Wissenschaft an. Die digitalen Welten auf der Explore Science im Luisenpark in Mannheim 2022. Viele Schulklassen sind wieder dabei, Erwachsene, Jugendliche, Kinder. Sie alle sind eingeladen, die Welt von ihrer digitalen Seite zu erkunden. In 32 Zelten und auf einer großen Bühne gibt es dazu viel Gelegenheit. Beate Spiegel, Geschäftsführerin der Klaus-Tschirer-Stiftung, ist verantwortlich für die Veranstaltung. Wenn die Tore zum Luisenpark geöffnet sind und die Kinder die beiden Wiesen erobern, ist die umfangreiche Vorbereitung vorbei. Ich arbeite ja ganz eng mit dem Team zusammen. Das heißt, wir treffen uns zu unserem Schurfix regelmäßig. Wir besprechen, wie wird dieses Jahr das Plakat aussehen oder die Motive und wie gestalten wir und wann geht was los. Wenn man dann hierher kommt und erlebt dann, wie alles aussieht, so in Natura, dann ist es noch mal toll. Gespräche hier, Informationen für die Helfer dort. Beate Spiegel ist begeistert, dass alles gut läuft. Ihr Team hat einen guten Job gemacht. Wir haben es endlich geschafft, dass wir uns ganz frei hier im Luisenpark bewegen können wieder. Und ich glaube, man merkt es den Schülerinnen und Schülern hier an, wie wohl sie sich fühlen und wie froh sie sind, dass Explore Science endlich wieder zurück ist. Viele Zelte, viele Themen, viele Mitmachangebote. Wo die analoge Welt begrenzt ist, hilft uns die virtuelle Realität. An diesem Stand können die Besucher eine VR-Brille aufziehen und abtauchen. Und das im wörtlichen Sinn. Computer simulieren eine Unterwasserwelt mit Schiffswrack, Fischen und Blauwal. Die kleinen Forscher des Kids Lab untersuchen Elektronikplatinen. Unter dem Mikroskop sehen sie Bauteile und Verbindungen. Und sie bekommen eine Ahnung davon, wie filigran der Aufbau ist. Direkt nebenan machen sich die Aussteller Gedanken über die Energieversorgung. Experimente mit Brennstoffzellen haben sie dabei und zeigen, die Sonne versorgt uns kostenlos mit der Kraft, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Beate Spiegel findet es wichtig, sich den digitalen Herausforderungen zu stellen. Die Explore Science macht das mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Das war eine Riesenherausforderung, aber wir müssen uns ja diesem Thema stellen, wie hoffentlich bald auch die Schulen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, sei es jetzt bei den Wettbewerben oder in den Zelten, wenn man angeleitet wird, eine Virtual Reality Brille zu bauen oder auch zum Thema Cyberkriminalität so ein Stück weit Informationen bekommt, dann denke ich, ist das für die Kinder, Jugendlichen hier sehr wichtig. Und ja, ich denke, die Begeisterung sieht man. Mitmachen heißt aber auch selber tüfteln und experimentieren. Schulen konnten sich einem Wettbewerb stellen. Eine der Aufgaben in diesem Jahr: Wie baue ich eine Maschine, die ein rohes Ei über eine 3 Meter hohe Barriere befördert und dann auch noch ein Ziel trifft? Die Jury begutachtet alles genau. Und zack, da fliegt ein Ei. Bleibt es unbeschadet? Die besten Konstruktionen werden prämiert, die Sieger auf der Bühne geehrt. Die Explore Science ist ein vielfältiges Angebot für Nachwuchsforscher und kleine Entdecker. Mitmachen steht im Vordergrund, Staunen ist erlaubt. Wie schaffen es die Wissenschaftler mit modernen Computern aus historischen Schädelknochen, das dazugehörige Gesicht zu rekonstruieren? Vielleicht sind einige Besucher von heute die Naturwissenschaftler von morgen, die genau an diesen spannenden Themen weiterforschen. Die Klaus-Tschirer-Stiftung will mit der Explore Science den Weg dazu bereiten. Mit viel Spaß an der Wissenschaft.